Damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Euro 2024er Spieltagsorakel hier Schweiz gegen Deutschland. Letztes Gruppenspiel der Gruppe A. Und ich kann euch so viel vorweg sagen, Deutschland derzeit Letzter. Deutschland muss gewinnen, dann ist Deutschland Zweiter und weiter. Schottland derzeit Erster, wenn Schweiz gewinnt, ist Schweiz Zweiter. Also es geht um den Sieg heute. Mit einem Unentschieden sind beiden Mannschaften nicht geholfen, weil dann Ungarn weiterhin vorne ist. Haben zwar gleich viele Punkte, aber Ungarn hat eine bessere Tordifferenz. Also Deutschland oder Schweiz muss gewinnen. Natürlich drücke ich hier die Deutschen den Daumen, die Däumchen. Mal gucken, wie es am Ende ausgehen wird. 5 Päckchen. Die Tabelle werdet ihr am Ende des Videos sehen. Die Tabelle bekommt ihr immer am letzten Spieltag der jeweiligen Gruppe. Das heißt, morgen beim zweiten Spiel dann auch die Gruppe. Also Screenshot vom Tabellenergebnis, sage ich mal, der Gruppe B. Und wir gehen rein. Kasachstan. Albanien, Israel und Island, Luxemburg, ich dachte, das ist Deutschland, Niederlande und Belgien, Heidewitzka, Dani Olmo, ich glaube, ich war noch nie so angespannt hier, Dänemark, Slowakei und Frankreich, 0-0 nach 45 Spielminuten, wir haben aber noch 3 Päckchen, das heißt, es kann noch alles passieren, Holy shit, dass jetzt ein goldener Signature-Sticker kommt, ist geisteskrank. 0-2 Deutschland mit der Führung. Mit der doppelten Führung. Und die Schweiz direkt mit der Antwort. Philipp Ogrinic. Schweiz direkt mit der Antwort. Und jetzt ist wieder alles offen. Österreich. Junge. Purple-Sticker. Geil, bringt uns aber nichts. Slowenien. Italien, Thomas Müller mit dem Tor, 1-3. Und jetzt, das sollte doch ausreichen. Es darf kein Blitzersticker kommen von Schweiz. Es ist Ungarn. Milos Kerkez, das muss es doch gewesen sein. Tschechien, Rumänien, Wales, Finnland, das war's. Deutschland dank Thomas Müller und Leroy Sané hier Gruppenzweiter und definitiv somit in der K.O.-Runde. Ungarn kann aber mit Platz 3 auch noch weitergekommen sein. Sollten sie die beste drittplatzierte Mannschaft gewesen sein. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist, im Achtelfinale. Aber ich glaube, Ungarn ist trotzdem schon weiter, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich weiß es gar nicht. Wir werden die ganzen Gruppen austragen und dann genau so, wie es in echt stattfinden wird, hier auch stattfinden lassen, weil es kommen ja auch Drittplatzierte weiter. Fakt ist, Schottland, Deutschland, Ungarn, Schweiz, das ist die Reihenfolge. Ihr seht auch die Tordifferenz, die Punkte etc. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich. Und Leute, Deutschland hat es geschafft, steht im Achtelfinale der Euro 2024. Tschüss.